Ja. Der Karl. Don. Nee. Falsch. Karl. Don Carlos Heger hat zum Käffchen geladen, denn der Carlos, Don Carlos, hat die 1000 Abonnenten geknackt. Geil! Gute Arbeit! So, und der Carlos, Don Carlos, sagt alle nur noch Don Carlos zu ihm. Ach, erstmal mache ich es mir gemütlich, damit ich mir auch die Hose nicht so dreckig mache. Ab einem gewissen Alter wird man halt gemütlicher. Außer der Karl, der gibt immer Gas. Der Karl wollte mal sehen, oder wollte, dass wir ihm einen Kaffee, natürlich, Käffchen geht immer, war Karl. Wollte halt von uns zugepostet bekommen. Und pünktlich fangen die Jungs da hinten an zu sägen. Buschkrafter, die sich wahrscheinlich gerade eine Holzhütte bauen. Maxpedition Beefy, da ist alles drin, was ich als ja, mein Esbit-Stöfchen. Also, ne? Nur der Ständer, ist klar. Hatte ich schon vorgestellt. Ist zwar schon was her. Oh, herrlich. Und es ist doch schön kühl im Wald. Ja, der Karl hat also seine 1000 Abonnenten geknackt. Finde ich gut. Karlchen ist ja auch fleißig. Dreht immer fleißig. Macht schöne, gute Videos. Das sind zum Beispiel so welche, die lade ich mir auf meinen meinen Note 4 runter. Guckt ihr zum Beispiel gerne. Wisst ihr gerne, was das für ein Geräusch ist? Guckt die, na, jetzt muss ich mir einen sicheren Stand suchen hierfür. Alles klar. Hält schon. Guckt die mir gerne offline an. So, hier ist mein Krangia-Brenner. Deckel ab, Gummi ab, Spiritus. Ich gehe viel zu selten mit der Kamera in den Wald. Ich weiß es ja, ich weiß es ja. Und ich habe meinen frisch gemachten Muckdeckel daheim vergessen. Jetzt mal gucken schnell, ob ich mir irgendwie mit was helfen kann. Also Muckdeckel für meinen für meinen Tatonka-Becher. Weil hier liegt immer allerhand Zeug im Wald rum. Nur dann, wenn man es nicht, wenn man es braucht, findet man es nicht. Mal gucken, ob ich noch irgendwie was dabei habe, was ich zweckentfremden kann. Sieht nicht so aus, dann wird es ein längeres Video. Ja, ja. Ne. Sieht nicht so aus. Okay. Dann wollen wir mal. Ach, bin ja blöd. Wenn ich den Drangia-Brenner benutze, brauche ich diesen Ständer für den, also hier das, die Platte für den, für die S-Bit Würfel nicht. So, das ist schon mal ein guter Stand. Dann haben wir hier erst läuft die Kamera? Läuft. Also wollen wir erstmal schön lecker Feuer anzünden. Haben wir auch ein passendes Messer dabei, selbstverständlich.
Das ist ein Fake. Muss ich noch vorstellen. So. Na, sieht man sogar in der Kamera. Brennt. Prost, Leute. Abrechnen Brand. War da jetzt mein Bauch? Oho. Kaputt. Nee. Nicht mehr zu gebrauchen. Ach, wäre ja auch zu schön gewesen. Ich mach mal kurz auf Pause, dann bin ich gleich wieder bei euch. Ich geh mal suchen. Also, Deckel habe ich noch nicht gefunden, aber guck mal. Geil! Hier wird gevögelt. Oh je. Ein armer, unschuldiger Wald. Nach Stunden des Suchens nichts gefunden. Also, oh! Legt das nicht drauf. Schlagen doch ein bisschen höher. Die Flammen. Also. Tja, war nichts zu finden. Schade aber. Ja. Aber geht auch so. Wie man sehen kann. Also ich habe die Kamera mal umgestellt. Ihr seht ein bisschen was. Die haben sich wieder die Kinder ein kleines Lager gebaut. Ich finde es witzig. Die haben nur haben die Nägel in die Bäume reingehauen. Das fand ich nicht so gut. Die habe ich jetzt mal rausgezogen. Naja, lauter Moskitos hier, die schade, dass man die nicht sehen kann. Aber man sieht schon, wie es qualmt und dampft. Und ich habe natürlich was nicht dabei, einen Löffel zum Umrühren. Der brennt schon wieder, weißt du, also. Naja, muss er sich halt was zu umrühren basteln. Spider-Co Fake, bin ich aufs Zufall drauf gekommen. Es ist gar nicht mal so schlecht. Ich muss darüber ein Review drehen, aber ich will es jetzt nicht empfehlen als ja Fake, weil ich kenne ja meine Pappenheimer, die haben mal was gegen. Aber so als Messer selber ist das schon nicht schlecht. So, noch ein bisschen Wasser reingeben. Fängt schon fast an zu kochen. Oh, ich liebe den Esbit-Brenner. Oder Drangia für mehr. Noch ein bisschen rein. Noch ein bisschen hier von hier rein. Oh. Tja, Carlos. Wer so fleißig dreht wie du,
Der kommt natürlich ganz schnell auf die 1000. Ich denke mal, in 2 Monaten hast du mich eingeholt. 2 Monate. Ein Monat gebe ich dir, dann bist du über mir drüber. Aber ist schon okay. Diese Mistviecher, die sind aber wirklich nervig. Hot. Ich plane übrigens ein Video über einen Bushcraft Kaffeefilter. Bushcraft Kaffeefilter. Schon wieder eine weg. So, Don Carlos. Dies war meine VA für dich. Ich hoffe, die hat dir gefallen. Und auf die nächsten 1000, 1,5, 2, 3, 4, 10.000. Vielleicht wirst du da noch YouTube-Abonnenten-Millionär. Könnte ich mir vorstellen. So, also Prost. Don Carlos. Vielen Dank für deine coolen Videos. Heiß. Oh, heiß. Manometer. So kalt in der Wildnis, so kalt. Survival-Prämen. Also dann, Prost, Karl. Ja, das ist hier ein bisschen kühler. Jawollo. Oh, Kaffee. Und den Dreck wollen wir nicht hier liegen lassen. Fake, echt? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das gekostet hat. Kommt ihr nicht drauf. Wollt ihr wissen? €8. Plus Versand. 12 insgesamt. Aber aus Versehen gekauft, wirklich aus Versehen. Naja. Kein Dreck hier liegen lassen. Besteck natürlich im Besteckkasten. Logisch. Nicht schwappeln. Jetzt meine zweite VA innerhalb einer Woche. Ne, innerhalb von 2 Tagen. Die Jungs aber rum, bis bald. Alle Male. Dann bin ich ganz alleine, ganz da unten.
Noch angenehme 20 Grad, glaube ich, haben wir. Thermometer nicht dabei. Mal gucken, ob der das kann. Moment. Klick. Nee, kann ich fotografieren beim Film. Aufrufbefehl. Habt ihr den Knurren hören? Kohldampf. Wenn hier keine Einzug gehalten haben, mir gefällt es trotzdem noch hier. Und wenn jetzt hier schon Slips rumliegen, weiß der Teufel, was hier demnächst an Bushcraft nachgeboten wird. Die Jungs oder Mädels, die das hier gemacht haben, die sollten das echt besser machen. Na denn. Also, danke fürs Zuschauen. Carlos, ich hoffe, mein Los ist im Töpfchen. Tschüss, Mordidiot, schwenkt der Hut. Tschüss, hau ab und schwenkt die Kappe.